Rede 5. Heilung der Völker und Einzelwesen, 17. Oktober 1932. Rede 5. Anrufung von Saint-Germain. Du mächtige Gegenwart, du alldurchdringende heilende Gegenwart, steig herab und vollbringe dein Werk. Du mächtige unendliche Intelligenz, schenke uns deine Zuversicht und Stärke. Fülle Verstand und Körper eines jeden mit deiner strahlenden Gegenwart. Erfülle jede Zelle mit deiner strahlenden Gegenwart. Erweise deine Gegenwart durch deine sieghafte Meisterschaft und Kraft. Mächtige Meistergegenwart in jedem Wesen, brich hervor. Lösche das äußere Menschen selbst aus und tritt deine Herrschaft an, für jetzt und immer. Es gibt nur eine Intelligenz, Essenz und Liebe, und das bist du. Ergieße deine Strahlung durch diese äußere Hülle des Fleisches und gebiete deiner Vollkommenheit, sich zu gestalten und zu erhalten. Ich bringe euch Grüße von der großen Schar, die ihre Strahlung und Intelligenz immer da ausschüttet. Ergreift das Gebot. Ich bin die reine elektronische Essenz, die mir Gemüt und Leib erfüllt, und ich dulde nichts anderes. Gott in dir ist in allen Zeiten Meister aller Verhältnisse. Sage oft, ich bin immer die sieghafte Gegenwart des Mächtigen, ich bin. Fühlt, wie der mächtige Strom elektronischer Essenz euer Gemüt und euren Leib erfüllt und unverzüglich alles störende Geschehen auslöscht und euch das Bewusstsein der Meisterschaft und des Sieges verleiht. Gebot. Göttliche Gegenwart, ergieße deine Strahlung durch dieses Gemüt und diesen Leib und verfüge, dass deine Weisheit immer jede äußere Tätigkeit leitet. Die Rede. Lasst uns der heiligen Strahlung, die dieses Heim erfüllt, bewusst werden. Das große Bedürfnis der Gegenwart heißt Heilung der Völker und der Einzelmenschen. Dem Einzelnen wird Hilfe gewährt durch den Zustrom elektronischer Energie in sein Gemüt und in sein Leib, damit jede Zelle erfüllt werde. Und in gleicher, doch erweiterter Art wird auch den ganzen Völkern beigestanden. Das Volk ist eine Körperschaft von Einzelwesen und Naturschöpfungen. Wir haben die gleiche Kraft, individualisierte Gegenwart Gottes. Daher wissen wir, ich bin überall gegenwärtig, und wenn mein Bewusstsein sich ausweitet, so weiß ich, dass seine Kraft überall sich in die Taten stürzt, in den Zellen der Körperschaften, sowohl in der Welt als auch im Leibe des Einzelwesens. Wir müssen erkennen, dass die tätige Gegenwart Gottes allmächtig und überall anwesend ist, dass es nirgends ein Winkelchen gibt, das ohne die schaffende Gegenwart Gottes wäre, und dass diese tätige Gegenwart alle menschliche Gestaltung ergreift und bindet und augenblicklich alles verzehrt, was von missklingender und unerwünschter Art ist. Wenn der Einzelne den Elektronengürtel benutzt, der ihn umgibt, so muss er wissen, dass er ihn zu einem unbedingt unüberwindlichen Schutzwall zu machen vermag. Durch seinen Schutz wirkt sich die göttliche Weisheit aus und stößt durch unser bewusstes Tun alles zurück, was nicht Annahme finden soll. Diese allgegenwärtige Weisheit und Intelligenz lässt uns immer empfinden, was wir ablehnen sollten. Sei es ein Gefühl, ein Gedanke oder ein Nährstoff, die Störung bringen könnten. Die natürliche Tätigkeit der Lebensströme tastet alles ab, ähnlich wie ein Scheinwerfer. Das Äußere schaffen sollte jederzeit die Einladung für die Empfänglichkeit der Lebensströme sein, die reine kosmische Energie darstellen und immerfort durch die Atmosphäre der Erde fließen. Nun ist es so, dass diese Energie auf Beschaffenheiten stoßen kann, die zu dicht sind, als dass sie dieselbe durchdringen könnte. Dann geht sie über oder unter ihnen durch und findet ihren Weg trotzdem. Seit Beginn dieses Jahres, in Klammern 1932, sollte jeder Mensch verstehen lernen können, dass er sich beständig in Reichweite der mächtigen Heilströme bewegt. Durch die Kraft von Zyklopäa,
des geheimen Liebessternes und der Strahlen von der goldenen Stadt werden ständig Ströme von gewaltiger Heilkraft durch die Erdatmosphäre geschickt. Diese sind durch ihr Wesen die Kraft Gottes in Wirksamkeit und können daher nie versiegen. Wird dem Einzelnen ihre Gegenwart bewusst, so befähigt ihn, dieses jederzeit mit diesen Strahlen in Berührung zu treten. Schüler, die ihr Heimatland lieben und ihrem Volke helfen möchten, sollten wissen, dass diese heilenden Ströme nicht nur Einzelwesen erreichen, sondern wie eine intelligente Flamme auch in Verhältnisse an Orte und Amtsstellen getragen werden können. Ihr Wirken will den Erdenkindern Schutz und Erhöhung bringen, und das ist seit Erschaffung dieses Planeten noch nie in solch kraftvoller Art geschehen. Je mehr Menschen sich dieses Vorgangs wirklich und ernsthaft bewusst werden, desto mehr mächtige Mithelfer erwachsen diesem ganz ungewöhnlichen Werke. Der unheilvolle Einfluss, dem wir bei diesem Wirken begegnen, ergibt sich aus der bewussten Kundgebung der Verstandeskraft hinter den Kommunisten. Jene, die wahre Sendboten werden möchten, sollen über diesen Gedanken nachsinnen, bis sie seine volle Bedeutung erfasst haben. Sie werden sich bewusst bemühen, wohlwissend, dass nichts diese Ströme verzehrender Elektronenkraft, die bewusst durch die Erdatmosphäre gesendet werden, stören kann und dass in jede bewusste, aufrichtige Anstrengung des Einzelnen, der helfen möchte, ein Bewusstsein dieser Kraft einströmen wird, wie es bisher noch nie erlebt wurde. Es gibt bisweilen Menschen von großer Güte und Bereitwilligkeit, die doch eine Art Schreck erfahren, wenn ihnen plötzlich bewusst wird, sie sollten gewisse Esswaren und Gewohnheiten aufgeben. Ihnen möchte ich sagen, dass die göttliche Intelligenz innerhalb eines jeden sie dazu bringen wird, natürlicherweise die Dinge zu lassen, die auf bestimmter Stufe mit dieser großen Gegenwart nicht mehr im Einklang stehen. Will einer bewusst eine Sache fahren lassen, so muss er etwas haben, von dem er fühlt, dass es einen sicheren Ankergrund bietet. Werden Sucher sich dessen bewusst, so werden ihnen auch Zutrauen und Kraft, den Schritt zu unternehmen, erwachsen. Wie ich bereits anregte, würde ich bewusst jeden Tag mehrmals, zumindest einmal, mich hinstellen und das Heim mit dieser reinen Elektronenenergie laden, damit die Gegenwart Gottes ständig alles aus dem Hause fernhalten wird, was unseren Wünschen nicht genehm ist. Ungesunde Kost, Gedanken, belastende Schwingungen. Bemerkt ihr, dass sich irgendjemand nähert, so haltet in eurem Bewusstsein fest. Ich bin die reine Strahlung der Liebe, die diese Menschen einhüllt und dieses Kleid umfängt sie, wenn sie kommen und wenn sie gehen. Seid ihr euch dessen bewusst, so kleidet ihr sie wirklich ein und sie werden dieses Gewand tragen, solange sie bei euch weilen und es wird ihnen Kraft spenden. Wer in euer Haus tritt, ist eures Beistandes würdig und das wird sie befähigen, die volle erwünschte Hilfe zu empfangen und euch wird es beglücken, ihnen gewähren zu können. Wir mögen noch so großes Wissen erreicht haben. Niemals haben wir das Recht, weder Erkenntnis noch Erziehung jemanden aufzwingen zu wollen. Nur wenn Schüler anwenden, was sie hören und empfangen, können sie je die Wirklichkeit erkennen lernen. Sagt ihr, ich bin, so anerkennt ihr die Kraft, die alle Schranken und Bedingungen gegnerischer Art niederbricht. Das menschliche Selbst ist gleich eines hungrigen Löwen im Dschungel. Es wird alles zerreißen, um zur Nahrung zu kommen. In diesem Zustande wird das menschliche Bewusstsein seinen besten Freund in Stücke reißen, um seinen Willen durchsetzen zu können. In jedem astralen Bereich ist dieses Element menschlicher Begierde und wer sein Gemüt nicht gänzlich vor der Astralwelt verschlossen hält, wird ständig finden, dass seine guten Entschlüsse durchkreuzt werden.
lässt er doch einer Kraft die Türe offen, die schlauer ist als alles, was die Außenwelt aufweist. Viele meinen, es gäbe in der Astralwelt gute Kräfte. Ich sage euch, niemals wird eine gute Kraft aus der Astralwelt kommen. Jede gute Kraft, die von dort zu kommen scheint, kommt von anderswo und geht nur durch die Astralwelt, macht sich jedoch einen eigenen Tunnel aus Licht, um ungehindert hindurchgleiten zu können. Vorerst, was erzeugt die Astralwelt? Es gibt nur einen Ort, wo die unerwünschten Schöpfungen eine Heimstätte finden können, und das ist das Astralreich als Vorstufe menschlicher Tätigkeit. Dieses Reich astraler Tätigkeit trägt alle unfreundlichen Schöpfungen, die sich all die Jahrhunderte angesammelt haben, in sich. Daher ist ohne weiteres ersichtlich, dass aus einer Berührung mit ihm nichts Gutes kommen kann. Das Astrale birgt keine Spur von Christus. Es besteht so ein weiter Unterschied zwischen dem Reich astraler Tätigkeit und dem, was einige den Astralstern nennen, wie zwischen Licht und Finsternis. Doch wird auch der sogenannte Astralstern missverstanden. Er heißt in Wirklichkeit Stern Astrea. Es ist kein Reich, sondern eine Tätigkeit, und zwar in der vierten Sphäre. Der Stern Astrea ist ein kosmisches Wesen, dessen Werk darin besteht, alles Mögliche innerhalb des Astralreiches zu verzehren und Einzelwesen zu erreichen, deren Aufmerksamkeit vom Astralen angezogen wird. Dieses große Wesen wird früher oder später das Verständnis solcher Leute erwecken und deren Verlangen nach einer Verbindung mit diesem Unglücksreich auslöschen. Kein kleines Kind verbleibt im Astralreich. Die Heimstätte von Kindern, die die Erde verlassen, ist das ätherische Reich. Leute, die im Körper wohnen, weilen während des Schlafes in der gleichen Sphäre wie die Entkörperten. Es gibt ein stützendes Bewusstsein der Ich-Bin-Gegenwart, mit dessen Hilfe man unglaubliche Höhen erreichen kann, falls man es beim Einschlafen mit sich nimmt. Habt ihr das Bewusstsein durch den äußeren Ausdruck dieser Ich-Bin-Gegenwart und nehmt es mit euch in die anderen Reiche, so ist dieses eine sehr hohe stützende Gegenwart. Es gibt eine Tätigkeit in der Lebenserfahrung, die die bewusste Anerkennung und Anwendung der Ich-Bin-Gegenwart der schaffenden Gottheit verlangt. Nehmen wir dieses Bewusstsein mit uns durch den Schleier des Schlafes, so wird die Seele befähigt, außerhalb des Körpers mit fast unbegrenzter Kraft tätig zu sein. Stellt euch vor, es müsse in der körperlichen Tätigkeit notwendig etwas gemacht werden. Vor dem Einschlafen können wir uns sagen, durch die mächtige Kraft und Intelligenz, die ich bin, begebe ich mich, während mein Körper schläft, vorwärts und trete in Verbindung mit diesem Erfordernis, was es auch sein mag, um es reichlich zu erfüllen. Mit dem Wissen, dass diese Tätigkeit von ihrer eigenen Kraft getragen wird, kann es kein Misslingen geben. Das ist ein machtvolles Mittel, die Ich-Bin-Gegenwart in Bewegung zu setzen. Was immer das Ich-Bin gebietet, während der Körper schläft, dem muss gehorcht werden. Ich erinnere mich an ein Geschehnis dieser Art, da Schutz erreicht werden musste. Die Person hatte ein gewisses Bewusstsein in dieser Gegenwart. Sie war im Begriff, über einen Felsen zu stürzen, und diese Ich-Bin-Gegenwart baute sogleich eine Form, fing den Körper auf und trug ihn zurück in die Sicherheit. Betreten wir den bewussten Pfad und gehen an einen Ort, der Gefahren bergen könnte, sollte man immer rasch und entschlossen etwas zu seinem Schutze tun. Denn ehe der Leib erhöht ist, wird er immer mehr oder weniger in Bereichen zu arbeiten haben, wo er mit der äußeren menschlichen Gedankenwelt in Berührung kommt. Erklettert der Schüler die Berge, so muss er sich bewusst schützen. Er muss es tun, und zwar bewusst. Hält der Schüler seinen bewussten Schutz ständig aufrecht, so kann er die Zerstörung anderer Menschen verhüten.
Schutzgedanke auf See. Gott ist die allmächtige Kraft, die dieses Schiff beschützt und lenkt. Daher bewegt es sich in einem Bereich unbedingter Sicherheit. Schreitet ihr den bewussten Pfad, so habt ihr jederzeit wach und tätig zu sein. Einige könnten meinen, diese Anregung entspringe der Furcht. Doch stimmt das nicht. Es ist eine Anerkennung der allgegenwärtigen beschützenden Kraft. Gott ist allsehend und allwissend. Er sieht voraus und wird natürlicherweise jeden unerwünschten Zusammenstoß verhüten. Sagt ihr, Gott steuert diesen Wagen, so eilt das Sehvermögen Gottes voraus, ganze Straßenzüge und Kilometer, und der antreibende Wille wird den Weg klarlegen. Weil Gott diesen Wagen steuert, kann keinerlei Hindernis uns stören. Aus zwei Gründen können Schüler Unfälle erleiden, wenn sie zornig werden und die Türe öffnen oder wenn sie unaufmerksam sind. Tun wir eine Sache in bejahender dynamischer Haltung, so gibt das unserem äußeren Selbst Sicherheit und wird gelingen. Möchtet ihr einen elektronischen Gürtel um einen anderen Menschen legen, so sagt, ich bin der beschützende Elektronengürtel um, und dann den Namen sagen. Sobald ihr diese Worte sprecht, bildet sich sogleich der unüberwindliche Elektronengürtel. Beachtet wohl, sobald ihr sagt, ich bin, so wird dieses Gebot sofort in allmächtiger Art erfüllt. Ihr könnt die Ich-Bin-Gegenwart nicht benutzen, ohne unverzügliche Tätigkeit auszulösen. Wiederholt oft, ich bin die allgegenwärtige, allmächtige, beschützende Intelligenz, die dieses Gemüt und diesen Leib regiert. Sogleich ist die Allgegenwart dort in Tätigkeit, wenn ihr sagt, ich bin. Das Ich Bin ist überall und vollbringt die Arbeit im gleichen Augenblick. So bringt ihr auch die unmittelbarste Art, das Ich Bin, das All im All ist, zur mächtigen Tat. Erinnert euer äußeres Bewusstsein stetig daran, dass ihr alle Eigenschaften der Gottheit in Bewegung setzt, sobald ihr sagt, ich bin. Ihr habt nun eine Stufe erreicht, da ihr sofortige Wirkungen erzielen könnt. Sagt ihr, ich bin, in irgendwelcher Lage, so bedeutet das, dass im gleichen Augenblick die größte Kraft des Weltalls handelt. Sobald euch bewusst wird, dass Ich Bin die volle Tätigkeit Gottes ist, mit sämtlichen Eigenschaften der Gottheit, so habt auch ihr die volle Verfügung über diese mächtige Kraft. Sprecht oft, ich bin die Gegenwart, die das meisterliche Heim erzeugt. Empfinde zutiefst das Bewusstsein der mächtigen Gegenwart, die ihr benutzt, wenn ihr sagt, ich bin. Es war mir immer ein Bedürfnis, mir in allen Einzelheiten vorzustellen, was ich tun wollte. Wünschte ich Gesundheit in meinem Leibe, so sagte ich, ich bin die Gegenwart, die diesen Körper mit reiner elektronischer Kraft lädt. Wenn ihr sagt, ich bin die Auferstehung dieses Erdenkörpers gerade jetzt, so habt ihr diesen Vorgang anerkannt und ausgelöst. Strebt ihr in unbegrenzter Tat nach dem Lichte, so strebt ihr nach dem Größten, was es in der Welt gibt. Füllt eure Welt mit der Gegenwart, die ich bin, und fühlt dabei bewusst, dass ihr es tut. Hält einer das Bewusstsein fest, ich bin die vollkommene Tätigkeit eines jeden Organs und jeder Zelle meines Körpers, so muss es sich vollziehen. Ihr habt euch nur bewusst zu sein, und es ist. Verwendet oft, ich bin Vollkommenheit, Gesundheit, die sich in jedem Organ meines Körpers ausdrückt. Setzt euer Vertrauen in euer Ich Bin statt in etwas anderes. Wollt ihr große intelligente Tätigkeit, so sagt, ich bin die vollkommene intelligente Tätigkeit in diesem Körper. Das könnt ihr nicht tun und zugleich auf etwas anderes außer
euch zu blicken. Um Verstand, Augen und Ohren zu klären, spürt und denkt. Ich bin die vollkommene Intelligenz tätig in diesem Gehirn. Ich bin die vollkommene Sehkraft durch diese Augen schauend. Ich bin das vollkommene Hören dieser Ohren. Führt diese Behandlung entschlossen durch und sie wird nicht versagen. Ihr habt die Zügel in den Händen, so benutzt sie auch. Vermeidet jegliche Verwendung von Worten, die an begrenzende Bedingungen zu erinnern scheinen. Seid ihr des Ich Bin bewusst, so bekümmert euch nicht darum, was irgendjemand in der Welt tut. Interessiert euch für nichts als für eure Welt. Wollt ihr die Quadratur des Kreises, so setzt Ich Bin ans Werk. Beachtet nicht, was andere sagen. Sagt einfach im Besonderen, was ihr erzeugen möchtet. Sagt immer wieder, ich bin die einzige Gegenwart, die in dieser Sache handelt. Sagt, ich bin die Gegenwart, die in meiner Welt wirkt. Um Dinge zu finden, ich bin die Intelligenz, das allsehende Auge, das dieses findet. Ihr werdet staunen, welch ein Gefühl in euch zu wachsen beginnt, wenn ihr auf nichts anderes mehr zu blicken habt, als auf das Ich Bin. Löscht alles aus eurem Verstande und haltet nur den bewussten Vorgang des Ich Bin darin fest. Es ist die mächtigste aller möglichen Kräfte. Bekommt das Empfinden der Leichtigkeit, mit der all diese anscheinenden Wunder erzeugt werden können. Wollt ihr einen Raum erleuchten, so sagt, ich bin das Licht dieses Raumes. Damit wirkt ihr auf die Elektronen dieses Raumes. Die Erleuchtung der Atmosphäre eines Raumes ist so leicht wie das Heben eurer Hand. Eure Fähigkeit, ein Zimmer zu erleuchten, ist nicht schwerer als die physische Erhellung durch eine elektrische Lampe. Ihr könnt ebenso leicht aus dem universellen Strom der Elektrizität etwas abzapfen, wie die Drähte es können. Wollt ihr euren eigenen Leib innerlich erleuchten und sichtbar machen, so sagt, ich bin die sichtbare Erhellung dieses Körpers, gerade jetzt. In euch selber ist ein Brennpunkt. Das Ich Bin in euch hat alles im Weltall erschaffen. Tretet ihr ins Vertrauen des Ich Bin, so wird es bald alle Hindernisse beseitigen. Benutzt oft. Ich bin die verzehrende Kraft und Gegenwart eines jeden Stückleins Furcht, Zweifel und Misstrauen meines äußeren Denkens, soweit es sich auf diese unüberwindliche Tätigkeit des Ich Bin richtet. Haltet dieses Wissen fest und ihr werdet immer sogleich wissen, was ihr zu tun habt. Benutzt dieses und räumt dadurch der Ich Bin-Tätigkeit jedes Hindernis aus dem Wege. Geht ihr bewusst vor, so wisst ihr auch bestimmt, dass es geschieht. Das Bewusstsein eines Einzelnen kleidet die Form nach seinen eigenen Vorstellungen. Werden diese von einem Einzelnen, der eine gewisse Kraft erzeugt hat, angezogen, so schaffen sie nichts als die Dinge in seiner eigenen Welt. Wann immer ihr eine plötzliche Regung verspürt, so greift sie auf. Benutzt sie und bestimmt, was ihr wollt. Segensspruch. Du mächtige, unendliche Intelligenz, Preis und Dank dir für dein mächtiges Verständnis und deine mächtige Gestaltung im Bewusstsein der Anwesenden. Lob und Dank, dass ich bin das vollkommene tätige Verstehen. Ich bin überall da und leiste alles, was verlangt wird. Ich bin die strahlende, intelligente Tätigkeit in den Gemütern der Menschen. Ich bin der Meister, der im Gehirn eines jeden Menschen wirkt, der Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, Wohlklang und Vollkommenheit in unserem geliebten Vaterland verwirklicht.